Schaurig schön und gruselig. Also, bis jetzt war es nicht wirklich gruselig gewesen. Ich bin auch sehr dunkel gerade, aber das macht nichts. Es war eigentlich eher, weiß ich nicht, Spaziergang. Also, so richtig gruselig war es nicht, fand ich. Außer wenn jetzt mal der Opi da, also der Gevatter da kam oder die Mutter da, die mal so ein bisschen Stress gemacht haben. Ansonsten habe ich da irgendwie mich noch nicht großartig erschrocken. Vielleicht auch, wenn das immer so ein bisschen schien. Ich habe geschauspielert. Nein, Quatsch. Alles gut. Ja. So, den Weg raus. Nach einer anstrengenden Begegnung in der Garage findet Ethan einen Weg in die Eingangshalle, aber die Tür nach draußen ist verschlossen. Um sie zu öffnen, wird mehr als ein normaler Schlüssel benötigt. Das ist richtig, wir waren ja in dieser komischen Eingangshalle gewesen und mussten da irgendwie drei Hundeköpfe besorgen, so Schlüsselsymboliken, bla. Keine Ahnung, was das genau sein sollte. Ich weiß auch gar nicht, wo die rumliegen. Ich habe mich nicht schlau gemacht, gar nichts. Also wenn es jetzt am Anfang ein kleines bisschen hängt, seht's mir nach. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, wo wir diese Dinger finden. Jo, also einen hatten wir ja schon gefunden und jetzt geht's nur noch um die restlichen zwei. Aber da war noch irgendwie eine Flinte, die noch hinter einer zuen Tür war, also einer verschlossenen Tür. Da brauchten wir einen, was war das, Skorpionschlüssel oder irgendwie sowas. Und ich glaube, wir haben aktuell. Was war denn das für ein Schlüssel? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich muss erst mal gucken. Wie war denn das hier? Dreieck ist Inventar. Ich bin schon wieder völlig raus. Ah, so, wir haben hier einen Schlüssel zum Zerlegungsraum. Das war der Raum unten. Wir haben ein bisschen Kraut. Starke, Urpendel, Dietrich und den Skorpionschlüssel. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Schlüssel das war, den wir für vorne gebraucht haben. War jetzt hier irgendwas Tolles drin gewesen? Nein. Doch, warte mal. Wir können doch mal den Dietrich probieren. Gut, dass ich gesehen habe, dass ich einen Dietrich habe. Was haben wir denn hier? Eine flüssige Chemikalie. Mehr nicht. Na gut. So, schießen war so, genau. Ich muss nochmal reinkommen hier, oder? Ne? Wie schon gesagt. Tür auf. So, im Übrigen, heute auf meinem YouTube-Kanal, Link unten in der Beschreibung, wie soll ich sagen, ist ein Let's Play angelaufen. Und zwar zu Fallout 76, der Beta. Ich habe mich letzte Nacht ganze 3,5 Stunden in dem Spiel durchgeschlagen. Mein Kommentar dazu könnte aber besser werden. Mehr sage ich dazu nicht, sondern im Video, falls ihr da Bock habt, könnt ihr euch das ja gerne anschauen. Okay, jetzt kommen wieder diese hässlichen Kollegen hier. Kommt ihr jetzt raus, oder? Nicht. Es sind insgesamt 4 Videos meines Erachtens. Ja, genau 4. So 40 Minuten, Stunde. Wenn ihr Bock habt, reinschauen. Wenn nicht, dann nicht. Boah, du Lutscher. Gehen Sie weg. Gut. Der wäre Geschichte. Was hängt da auch so blöd hinter der Ecke rum? Doofkopf. So, hätten wir schon mal einen von, ich glaube, zweien oder dreien. Ich will hier nicht raus. Hier ist zum Beispiel schon mal so ein Skorpionschloss. Da können wir diesen tollen Schlüssel verwenden. Was ist das denn für ein Riesenschlüssel? Meine Güte. Hallo? Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil hier wieder der Gevatter sein Unwesen treibt. Ich hoffe mal, dass er nicht jetzt schon rausgescheißert kommt. Hier sind die 3 Hundeköpfe, die wir brauchen. Wir haben, wie gesagt, nur einen bisher. Und ich höre ihn schon wieder. Oh, da oben ist er. So schnell mal hier irgendwo in die Ecke gehen. Ich hoffe mal, er sieht uns nicht. Bleibst du oben? Kommst du runter? Wie ist das mit dir, mein Freund? Da oben ist er. Kommst du nach unten? Bleibst du oben? Kommst du nach unten? Wie ist es? Sieht so aus, als wäre er noch oben. Da ist er. Mal gucken, dass wir ihn. Okay, er ist da rein. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo war die Knarre? Hier war die Knarre, die brauchen wir. Und die andere, das Gegenstück dafür, lag irgendwo hier oben in den Räumlichkeiten. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht mehr genau wo. Ich muss mal gucken. Und ich weiß auch nicht, ob wir den passenden Schlüssel dafür haben. Der hier wird es nicht sein. Na toll. Jetzt müssen wir dem Gevatter wahrscheinlich folgen. Weil das dann wahrscheinlich hier drüben irgendwo drin war.
das Waffentier. Hallo? Da ist er. Kommt er oder geht er? Man sieht ihn schon so leicht. Okay, er geht. So, ich glaube, das war irgendwo hier vorne gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. War das nicht hier drin? Hallo? Hier war es nicht. Oh Gott, wo war das? Ich bin jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Hallo? Auf Wiedersehen. Da war er gerade. Nein, das war nur eine Tür, die durch den Wind aufgegangen ist. Ich war das nicht. Sind wir jetzt gerade hinterhergeschissert gekommen? Nein. Okay, hier ist eine kaputte Treppe. Hier kommen wir also nicht weiter. Ist hier noch was drin? Ah, sehr gut. So ein Chemikalienbeutel. Den brauchen wir, um Heilung herzustellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Machen wir die Tür zu, spaßenshalber. Nicht, dass der Otto uns hinterhergelaufen kommt. Und wenn, wird er es wahrscheinlich trotzdem tun. Was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich hoffe es zumindest nicht, dass hier noch irgendwas versteckt ist und ich verpeil's dann. Hallo? Das Schöne ist, dem Vater kann man nicht ins Gesicht schießen, das juckt den überhaupt nicht. Weil der irgendwie so selbstheilende Fähigkeiten hat. Da vorne ist er. So, wo ist jetzt die Knarre? War hier drin, ne? Genau. So, und hier haben wir auch den Schlüssel. Einmal Tür auf, bitte. So, schnell rein. Bevor der Dicke kommt. Tür wieder zu. Geht zu. Puh. Gut, soweit so gut. Hier haben wir ein bisschen Munition. Was haben wir hier noch? Zwei Seiten Text. Oh Gott, ich glaube, er ist ja gerade hier draußen. Oder? Ich höre ihn gerade. Können wir die Lampe vielleicht ausmachen? Das wäre sehr toll. Sie haben nicht genügend Platz. Na, leck mich am Arsch. Ich kann die Knarre jetzt nicht mitnehmen. Okay, dann müssen wir das gleich mal kombinieren. Müssen wir ein paar Sachen miteinander kombinieren. Vielleicht geht das dann vom Platz her. Okay, da war er gerade. Wir haben ihn gesehen. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. So, kombinieren. Können wir irgendwas kombinieren miteinander? Jawohl. Was haben wir hier noch? Kraut, starke Flüssigkeit, Chemikalien. Hiervon können wir alles nichts machen. Haben wir auch keinen weiteren Platz im Inventar dadurch frei bekommen. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt muss ich nämlich wieder in die Räumlichkeit kommen. Huch. Moment mal. Kann ich vielleicht... das Messer. Objekt kombinieren? Nein. Wegwerfen? Ich will es nicht wegwerfen. Ich dachte, ich kann es oben in den Waffenslot, also aus einem Waffenslot rausziehen. Aber ich habe trotzdem noch nicht genügend Platz. Nerv. Brauche ich zwei Slots wahrscheinlich, ne? Gut, 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 gut. Haben wir nicht irgendwas, was wir wegschmeißen können? Schlüssel brauchen wir. Schlüssel brauchen wir, wie schon gesagt. Schatzfoto brauchen wir auch. Wir haben nur hier den einen Slot frei. Ein Uhrpendel. Das Uhrpendel brauchen wir. Lass mich überlegen, im allerersten Raum, genau, da war so eine Uhr, da müssen wir das Pendel reinbringen. Vielleicht machen wir das erstmal. So, hier ist nichts drin, hatte ich eben, glaube ich, schon mal durchsucht. Ne? Das hier geht nicht auf. Und hier ist nochmal eine Chemikalienbeutel. Das ist im Schrank drin. Sie haben nicht genügend Platz, ist im Schrank drin. Und hier sind wieder Kräuter. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir jetzt an die Waffe rankämen. Wenn wir genügend Platz hätten. Wie immer. Das ist immer bei solchen Spielen, dass man zu wenig Platz hat. Wie wäre es mit einem Rucksack? Ich meine ja nur. So, ist der Heini hier irgendwo? Ich hoffe mal nicht. So, deswegen würde ich jetzt erstmal in den Raum gehen mit dem Pendel. So. Ich hoffe mal, dass der jetzt hier nirgendwo angescheißert kommt. Hui, natürlich! Das war ja wieder mal klar. Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Okay, zum Glück bin ich kein Käfer. Wiedersehen. Das war ja klar, dass ausgerechnet er da wieder angeschissen kommt. Tür auf. Geh zu. Meine Güte. Manchmal. Lauf, 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 lauf. So, jetzt muss ich gucken, wo das hier unten war. Ich glaube, es war hier auf dieser Seite, ne? Genau, einmal durch diese große Stahltür durch.
auf. Sondern hier runter. So, rein theoretisch dürfte er jetzt hier in diesem Bereich nicht sein, außer er kann sich teleportieren, was ich nicht hoffe. Weil er müsste jetzt quasi über uns sein. Ach nein, das ist klar. War ja wieder mal typisch. Schönen Dank auch. Wiedersehen. Wie soll ich das ersetzen? Das ist doch nicht mein Problem, wie du das ersetzt. Oh, nerv. Wiedersehen. Warum kann er da runterspringen? Warum bin ich nicht da runtergesprungen? Wieso, wieso, wieso? Oh Gott. Tür auf. Hilfe. Gehen Sie weg. Oh, der läuft ziemlich schnell. Ja, ich weiß. Ich muss das alles besser machen. Ich könnte auf ihn schießen, aber ich will gerade nicht. Ich glaube, ich gehe noch... Na, mach doch die blöde Tür auf. Mann. Ich glaube, ich gehe noch mal in diese komische Kellerluke rein. Falls sie noch da ist. Oh, oh. Oder hier? Ich hab dich gewarnt. Geh auf. Sieh dich nicht mit mir an. Wiedersehen. Kommt er hier rein? Ich hoffe mal nicht. Hallo? Ist er weg? Ja, Mensch, männlich. Hier ist kein Gegner. Aber hier ist eine Kiste. Da können wir wenigstens erstmal unseren Grabbel weglegen. Sehr gut. Okay, was tue ich denn mal weg? Das ist jetzt echt... Ich würde sagen, die flüssige Chemikalie erstmal. Aber den Rest brauchen wir wahrscheinlich. Den Urpendel brauchen wir auf jeden Fall. Die Pistolenmunition brauchen wir auf jeden Fall. Die Flinte bekommen wir ja gleich. Tja, Heilung, starke flüssige Chemikalie tun wir auch erstmal beiseite. Dann hätten wir wieder ein paar Slots frei. Kann ich das hier... Ah, guck an, so geht das also. Wieder ein bisschen schlauer geworden. Guck an. So, da haben wir 3 Slots frei. Und wenn wir hier durch sind, müssten wir sogar 4 Slots frei haben. Ich speichere jetzt mal spaßenshalber, weil... Naja, weil es kann. So, einmal speichern bitte. Jo, überschreiben. Rödel, rödel, rödel. Und fertig. So, ich hoffe mal, dass der Otto jetzt einfach nicht mehr da draußen ist. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Weg. Hallo? Sind Sie noch hier, werter Herr? Wäre es Ihnen genehm, wenn ich mal durch Ihre Räumlichkeiten stapfen würde? Ich frag nur. Muss ja höflich sein, ne? Dann machen wir mal dieses... Er ist schon wieder hier irgendwo. Ja, na klar! Sch, aus! Sei ruhig! Kein Weg hier raus, mein Mann. Warum machen die sowas? Und da müsste jetzt eigentlich hier drin sein. Ich gehe wieder in den Safe-Raum. Ich glaube, hier hoffe ich einfach mal, dass ich sicher bin. Steck mich mal kurz. Hallo? Ich komme! Ich gehe! Ich meine, ich gehe! Kommt ihr jetzt hier rein oder kommt ihr hier nicht rein? Das ist die große Preisfrage. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, was das Pendel jetzt ausgelöst hat. Also. Das macht echt Spaß! Psycho. Da ist er. Ich behalte jetzt mal hier so diesen Türschlitz im Auge. Vielleicht kommt er da nicht durch. Hoffentlich. Also, da ist er. Gerade seinen Schatten gesehen. Oh, ich kann dich riechen. Kann gar nicht sein, hab geduscht. Bei dir würde das wahrscheinlich eher zutreffen. Hallo? Hat mal jemand eine Flasche Öl? Also WD-40 oder sowas, die Tür quietscht ein bisschen. Hallo? Werter Herr? Da ist er. Wie sagt man so schön? Ein Mann Familie, immer Familie. Und jetzt hier vorbeigeschossen?
Oder nicht? Hallo? Da ist er. Komm, geh mal davor jetzt. Ich kann dich gerade hier nicht gebrauchen. Das ist ja schlimmer als bei Alien, bei dem letzten Alien-Spiel. Da hast du auch immer dieses Vieh, was irgendwo... Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Das ist mir doch egal. Und wenn ich dich finde... Psycho. Was wollte ich sagen? Das ist ja schlimmer wie beim letzten Alien-Spiel. Da war im Prinzip dieses Alien-Viech auch immer nur da gewesen, wo man selber war. Also riesen, du hast einen riesen Weltraum, Schiff, Raumstation, tralala, was auch immer. Und dieses Scheißvieh klebt dir immer am Arsch. Keine Ahnung, was das sollte. Das war auf jeden Fall auch ein sehr komisches Spiel. Ich habe das dumme Gefühl, dass der Kollege hier noch irgendwo ist. Wo ist er? Hallo? Guten Tag. Keine Ahnung. Hab ich. Nicht. Ey, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Wo war er? Hä? Ist das jetzt hier ein Safe-Raum oder kann ich jetzt hier mich flüchten? Kommt er hier rein? Ich meine, er hat mich doch gesehen. Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Mach ich aber. Weiß ja offenbar nicht, wo ich bin, Vogel. Hä? Wo ist der? Da ist er. Gut, ja. Also wenn das den ganzen Abend so weitergehen soll, viel Spaß, sag ich ja nur. Er könnte ja wenigstens mal davor latschen. Warum macht er das nicht? Vogel. Wo ist mein kleiner Ethan? Keine Ahnung. Ist nach Hause gegangen, hatte keinen Bock mehr auf dich. Halt gerne mal wissen. Was es jetzt mit diesem blöden Pendel auf sich hatte. Kann man hier noch irgendwas machen? Ah, Hundekopf. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir einen Hundekopf gefunden. Wo ist er? Da. Auf Wiederschauen. Ja, das passiert. Hat man manchmal. Also wenn das wirklich ein Safe-Raum ist. Ich meine ja nur, wenn ihr hier wirklich nicht reinkommt. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich renne mal jetzt hier durch. Wo bist du? Ich bin weg. Huh, fick dich, Alter. Gut, jetzt war ich erschrocken. Warum macht man sowas? Ich meine, es gibt einfache Mittel und Wege, sich einen neuen Raum ins Haus zu bauen. Man muss doch nicht einfach so brutal durch die Wand gehen. Boah, Arschloch. Meine Güte. So, gucken wir mal. Kriegen wir das Ding jetzt hier herangelötet. Jo. Jetzt brauchen wir nur noch eins von den Dingen. Ich bin nicht da. Ich war nie hier. So, okay. Jetzt haben wir dieses Ding. Und ich wüsste aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das dritte ist. Es fehlt ja noch irgendein Schlüssel oder sowas, ne? Also für die Tür hier zum Beispiel, wie sie links gerade war. Ja, ich meine, was bringt mir jetzt diese Knarre? So, defekte Flinte. Die kann ich jetzt unten reinbringen. Ins Räumchen. Hier sind irgendwie wieder Texte. Ich lese mir diese Texte jetzt ehrlich gesagt nicht. Wer hat denn hier seine Zähne bitte verloren? Wer von euch war das? Hm? Was kann ich damit machen? Kann ich mal angucken. Kann ich drehen? Sowas gehört doch eigentlich ins Wasserglas, Mensch. Sowas. Sauerei. Ich bin es leid, die ganze Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, verstecke die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum und der Zerlegungsraum im Keller. Ich glaube, das Ding aus dem Keller haben wir ja schon.
Also müssten wir jetzt nur noch... Nee, oder? Haben wir das aus dem Freizeitraum? Ich weiß gar nicht mehr. Freizeitraum ist ja hier nebenan. Das ist dieser hier. Und ich glaube, aus dem Buch habe ich das schon rausgeholt, das Ding. Also... Oh, der ist doch schon wieder hier irgendwo. Da ist er. Gut. Buch. Da. Das war das Buch wahrscheinlich gewesen. Ah, schönen guten Tag. Auf Wiedersehen. Ich gehe dann mal. Keine Sorge, ich bin immer noch hier. Ja, ja, ich auch. Bin noch nicht gegangen. Also, ich gehe jetzt. Ne? Also, Wiedersehen. Renn mir wieder hinterher. Natürlich. Oh Gott, der ist nervig, der Typ. Tür auf. Ich gehe jetzt einfach wieder in unseren Safe-Raum, weil offenbar funktioniert das, ja. Und wenn er mir jetzt da reinfolgt, dann war das bisher irgendwie ein Bug gewesen. Wenn er mir nicht reinfolgt... Wiedersehen. Hä? Also Capcom, was soll das? Also bitte, ich meine, hat er Angst vor Stahltüren oder was? Erklärt mir das mal. Bitte. Ich glaube, er ist da vorne. Kann ich jetzt hier durchrennen und mir die Knarre holen? Wenn jetzt hier rechts ist, habe ich die Arschkarte. Dauert nicht mehr lang. Find ich dich und leg dich um. Na, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Muss man ihm neidlos anerkennen. So, lass mich raten, ich kann die Knarre wieder nicht mitnehmen. Ey, was ist denn das für ein lächerlicher Quatsch? Also mal ganz ehrlich. Krieg ich die Tür wieder zu? Nein. Was ist das für ein lächerlicher Quatsch? Warum muss ich dafür jetzt zwei Slots frei haben? Ach, halt die Klappe. Das ist doch blöd. Kann ich, wenn ich die jetzt hier auf den Boden werfe, wie sieht denn das dann aus? Ich probier's mal. Nö, nee, kann man nicht mal. Ja, toll. Lass mal das nach hier oben bringen. Wir brauchen auch keine Heilung, nichts. Wir könnten jetzt... Na toll, dann müssen wir nochmal zurückrennen. Ja, das ist jetzt echt blöd. Also, ich meine, bist du so... Kannst du nicht die eine Waffe in die Hand nehmen und die andere dann einfach da reinlegen? Ist das so schwer? Kann ich die... Nee, so geht's auch nicht. Hätte ja sein können. So, kann ich nicht mal auswählen, das Ding. Das ist echt blöd. Muss man wirklich sagen. Also das haben sie echt nicht schön gemacht. So, musst echt zwei Slots frei halten. Also, wie gesagt, nimm die eine raus, leg sie rein und nimm die andere in die Hand. Also, das kann doch nicht so schwer sein. Ich kann doch nichts haben weg. Spiegellogik. Ja, na gut. Dann gehen wir nochmal in den Safe-Raum. Ja, haben wir sonst nichts Besseres zu tun. Rennen wahrscheinlich am Gevatter vorbei. Mann. Tür auf, Tür zu. Der einzige Horror besteht aus der... Weiß ich nicht. Diesem Ganzen hier. Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Guck mir nochmal das Foto an. Wo ist denn das? Nicht hier. Untersuchen. Im Kamin. Kamin. Kann sich noch jemand dran erinnern, wo dieser blöde Kamin war? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich glaube, ich tue es mal diese Karte da rein, weil das ist ja... Die ist ja mehr oder weniger obsolet jetzt erstmal. So, dann machen wir das so und dann haben wir jetzt noch einen zweiten Slot frei. Bin ich jetzt wegen dieser blöden Karte echt nochmal hierher gerannt. Hier ist kein Kamin, oder? Hätte mich auch gewundert, wenn in der Waschkammer ein Kamin gewesen wäre. Aber wer weiß, ich meine, ne? Hat halt jedoch so seins. Ich schätze mal, das ist noch da vorne, keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe, dass er jetzt hier nirgendwo rumscheißert. Oder von mir aus, dass er da rumscheißert, weil dann wäre er nicht hier. Aber ich finde jetzt keine Probleme mit ihm. Na, nimm doch die Knarre. So. Ausgerüstet. Halt, falsche Taste. So. Jetzt ist bestimmt die Tür hinter mir zu. Was ja nicht verkehrt ist, weil dann kann dieser Lackaffe irgendwo da draußen rumeiern. Ich meine, ich komme zwar nicht hier raus, aber... Ne? Hä? Wie kann ich denn die jetzt... Ah ja. Das ist die kaputte. So. Okay, jetzt haben wir offenbar
Etwas, was wir gegen ihn verwenden können, womit wir was gegen ihn ausrichten können. Ich hoffe es. So, ich drücke mal die falsche Taste. Okay. Und ich habe aber nur 2 Schuss. Wow. Wirklich? Er hat noch eben noch mehr. Ach, ich habe wieder vergessen, die Loot-Seite zuzumachen. Moment. Ich vergesse das immer. So. Mal beiseite. So. Okay. Ja, jetzt haben wir eine tolle Rotflinte. Aber wir können jetzt noch nichts damit anfangen. So, es hieß, im Schlachtraum wäre noch ein Schlüssel. Beziehungsweise ein Hundekopf. Ich glaube, in den Schlachtraum komme ich auch hier lang. Also wenn ich hier rein, wenn ich hier lang gehe, so rum. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gerade gar nicht. Gucken wir mal. So, einmal quer hier durch. Hier könnte auch mal jemand Spinnenweben wegräumen. Ja, widerlich. Ja, genau. Okay, ist hier der Kamin vielleicht? Sieht nicht so aus, ne? Doch, da. Da ist der Kamin. Was könnte denn hier sein? So. Was ist das? Steroide? So, was brauche ich die denn? Nein, ich möchte gar nicht wissen. Das ist jetzt das große Versteck gewesen, oder was? Mehr haben wir nicht. Ja, gut. Okay, muss ich mich zufrieden geben damit. Müssen wir mal schauen. Hier haben wir irgendwie einen Schlüssel in Form eines Rabens. Wahrscheinlich... Oh, was ist denn da? Da liegt eine fette Knarre drin, ne? Irgendwas blubbert hier. Da liegt Flammenwerfer, oder was ist das? Schwer zu sagen. Es könnte aber auch ein MG oder irgend sowas sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich in diesen Raum auch reinkommen. Früher oder später. Das wäre nicht verkehrt. Keine Ahnung. Hier gibt es sonst nichts weiter. Schade, schade, Tomate. Gehen wir mal hier weiter. Kriege ich das Ding hier auf? Nö. Warum auch? Warum sollten wir eine Kiste aufbekommen, ne? Keine Ahnung. So, toll. Jetzt kommen wir wieder in diese ekligen Räumlichkeiten hier. Und diese Monstren wieder. Aber ich habe jetzt eine wirkungsvolle Waffe gegen diese Monstren. Hoffe ich. Also, ich muss auch treffen. Ich muss auch treffen. Das ist mein größtes aller Probleme. Ich muss damit treffen. Aber hier vorne ist ja der Safe-Raum. Und ich glaube, ich hatte noch Munition gehabt. Jetzt war ich von diesem Hirschgeweih da oben erschrocken. Mann. So, Flintenmuni. Na, das klingt doch gut. Nehmen wir einmal mit. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Nein. Wir laden das Ding mal durch. So. 4 Schuss. Das ist aber eine komische Schrotflinte. Vor allem ist sie so riesig. Ich frage mich immer, wenn man sowas sieht, also wenn man so einen Shooter spielt, wie hält der die Waffe immer? Es gab früher mal so, zu Counter-Strike-Zeiten gab es mal so eine lustige Verarsche, so ein Bild irgendwie, wo der dann die Waffe so ganz komisch so irgendwie so durchs Gesicht hielt, ne? Also, fand ich immer lustig. Ja, heute haut das natürlich keinen mehr vom Hocker, ne? So, hier ist nichts mehr, okay. Dann müssen wir mal nach da unten gehen. Aber es ist trotzdem fragwürdig, wie der die Knarre hält, ne? Ganz ehrlich, so. Ja, wo könnte die... Hundeskulptur sein. Müsste ja wahrscheinlich im letzten Raum irgendwo rumfliegen, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Geh da auf. So, und ich glaube... Oh, Breakdancer. Okay. Ey. Ernsthaft, habe ich jetzt 3 Schuss an den Typ verwendet? Ich habe ihm doch aber mit dem ersten Schuss direkt ins Gesicht reingeschossen. Also ganz ehrlich. Kann mir keiner erzählen, dass das jetzt anders war. Gut, doch, ihr könnt es mir schon erzählen. Ich glaube es euch aber nicht. Ich meine eigentlich, dass ich getroffen habe. Tja, im Schlachtraum soll der Hundekopf liegen. Wo ist das wohl? Alles ekelhaft. So, hier liegt noch... Was liegt denn da? Hallo? Flüssige Chemikalien. Okay. So, okay, wir können hier noch tiefer in die Eingeweide dieses Gebäudes. Aber hier haben wir jetzt auch wieder keinen Schlüssel für, ne?
Oder? Passt nicht zu diesem Schloss. Was ist das überhaupt für ein... Ach, ist eine Schlange, ne? Ein Schlangenschlüssel irgendwie bräuchte man da. Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo ich den jetzt noch finden soll. Hm. Hier ist auch nichts mehr. Schade. Hm. So, meine Freunde habe ich offenbar jetzt alle weggeräumt. Ich sag's mal nicht so laut, weil ich glaube, hier in dem Raum waren auch noch welche. Guten Tag. Fertiger Reinigungsservice. Ich habe gehört, Sie haben mit Dreck zu kämpfen. Offenbar. So, und er lebt immer noch, ne? Das ist doch blödsinnig. Ganz ehrlich, wenn ich mir jemand mit so einer fetten Knarre in die Fresse schieße, dann ist aber echt der Ofen aus. Und da ist noch irgendwo einer. Ach, Wiedersehen. Geht doch. Ja, toll. Ey. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen. Moment. Das haben wir gleich. Hoffentlich. Bleibst du da stehen, oder was? Nö. Okay. Ein Arm weniger. Einarmiger Bandit jetzt. Ach, jetzt kannst du auf einmal rennen, oder was? Oh Gott, ich hasse diese Steuerung. Ich hasse sie wirklich. Jetzt halte ich euch noch einen Schuss. Na, nimm doch das blöde Messer. Das ist lächerlich. Also ganz ehrlich, wenn ich da jemand mit so einer fetten Schrot ins Gesicht schieße, dann ist das Gesicht weg. Und nicht, dass man da noch zwei Schuss braucht. Also das ist wirklich Quark. Ich will mich nicht aufregen, aber ich muss. Scheiße, Mann. Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich echt nicht in Ordnung. Warum haben wir denn jetzt hier einen Safe Point? Na gut, das frage ich eigentlich. Nicht beschweren. So. Okay, wo waren jetzt unsere abartigen Freunde? Kommen wir hier rein? Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich sind die immer von der anderen Seite verschlossen, aber es gibt keine andere Seite, wo man irgendwie weiterkäme. So, hier waren jetzt drei von diesen Vögeln. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo die sich befinden. Okay, hier sind sie jetzt noch nicht. Wenn ich jetzt hier einfach durchlaufe. Ja. Ach, jetzt bist du auf einmal kopflos, oder was? Das hat jetzt geholfen. Muss ich direkt vor dir stehen, oder wie? Hua! Oh, war ich jetzt erschrocken. Warum steht das Arschloch auf einmal hinter mir? Oh, lass mich raten. Hier brauchen wir irgendwie eine Suppe oder sowas, die wir in die Maschinerie reinstopfen. Also man muss scheinbar nur wirklich vor ihnen stehen, oder wie ist das? Das gibt's doch nicht. Hallo? Ey, das gibt's doch nicht. Was soll denn dieser Quark? Ja, noch ein dritter. Bringt am besten noch eure ganze Familie mit. Hallo? Ich bin hier raus. Hier. Auf. Auf, 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 auf. Nee, Chemikalien nur. Wiedersehen. Lass mich doch durch. Mann. Muss ich hier irgendwas machen in dieser Maschinerie? Sieht nicht so aus, ne? Ich muss den einfach irgendwie nur versuchen auszuweichen, denke ich. Ich denke mal, dass ich ausweichen muss. Ich glaube, die Munition, die ich gerade verballert habe, war wirklich Verschwendung. So, in den Maschinerien kann man wirklich nichts tun. Ey, wo kommst du jetzt? Was ist denn das jetzt? Hä? Wo kam der denn jetzt her? Doch ein Quark. Sollen Sie mal bitte nicht in mir rumkauen? Danke. Das würde ich sehr begrüßen. Ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat sich irgendwo durchgeglitscht, scheinbar. Was hier rein? Ach ja, gut. Geh auf! Ah, geh doch auf! Lass mich hier rein. Tür zu vielleicht? Wie wär's? Oh. Was haben wir denn hier? Ein... Spind. Ah, oh, Flintenmunition. Sehr gut.
Was soll man dazu sagen, ey? Was ist denn das? Oh, der Hundekopf. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Ja, wenn man sonst keine Hobbys hat. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Sprichst du mit einer Tür oder was? Nun, es ist ja immer das Gleiche, ne? Ich würde mich jetzt erstmal heilen. Ne, das ging mit R1. So. Einmal drüber gegossen. Und schon ist alles wieder gut. Scheinbar wird auch immer nur die linke Hand verletzt. Keine Ahnung. So, Waschbecken. Dreckig. Bäh. So, wo bleibt der nächste Scare Jump? Bitte, jetzt einsetzen. Nein? Schade. Rostige Tür. Ein bisschen Flintenmunition, das ist aber schön. Zwei Schuss, sage und schreibe, zwei Schuss. Was? Piep. Komm, ein bisschen verspätet, ne? Hallo? Ja, kann man machen. Hübsch eingerichtet. Ich möchte mal wissen, wie man so ein Haus in einer Annonce verkauft. Also wie man sowas anpreist. Nette Drei-Zimmer-Wohnung mit geräumigen Keller? Oder wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Gehe ich hier hoch? Gehe ich hier runter? Ich gucke erstmal hier unten. Bin einmal hier. Okay. Das hätte ich mir denken können, dass hier irgendwie ein Riegel oder so davor ist. Schade. Okay, gehen wir mal nach oben. Komm, Vater, komm aus der Tür raus. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Hier warst du doch gerade drinnen gewesen. Jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten erschreckt. Armer Deputy. Ach, das ist der Deputy. Passiert. Hier ist noch Zeug. Gib mal her. Das ist so taufrisch, sieht er halt wirklich nicht mehr aus, der Kollege, ne? Naja, gut. Passiert. Okay, gehen wir mal nach draußen. Irgendwo muss der Typ jetzt rumlauern. Das würde mich halt echt nicht wundern, wenn es so wäre, ne? Kurz gucken, ob wir hier irgendwas kombinieren können. Sehr schön. Kann man damit irgendwas? Jo! Schießpulver haben wir, glaube ich, gerade keins, ne? Nee. Oder höchstens in der Kiste. Weiß ich aber nicht. Das sieht aus, als wenn man hier drüber springen könnte. Mache ich aber nicht. Will ich nämlich nicht. Ungemütlich. So, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, sie zu öffnen. Wäre ja mal eine Maßnahme, ne? So einen dämlichen Schlüssel hier irgendwo liegen zu lassen. Hier, Schießpulver. Oh, wenn man vom Schießpulver spricht. Und was habt ihr so in eurer Kühltruhe? Riesen Fleischbeutel. Gelöt. Keine Ahnung. Was auch immer das darstellen soll hier. Ist widerlich. Ansonsten ist hier scheinbar kein Durchkommen. Ist keine Tür, kein gar nichts. Ist denn doch da oben lang oder was? Ja, die Tür komme ich ja nicht durch. Ich habe hier keinen Schlüssel. Kann ich hier drüber hüpfen? Ah, hier, guck mal. Ist eine Falle, ist eine Falle, ist eine Falle. Krabbel und dann kommt er von hinten. Pass auf, er steht jetzt hinter mir. Wie vorhersehbar. Hier nicht raus! Das ist okay. Aua. Ist hier irgendwie. Keine Ahnung, wie das hier aussieht. Wie wär's denn, wenn du mich einfach mal in Ruhe lässt? Oh, eine schöne Kettensäge. Wie komme ich jetzt hier raus? Och, Kerl, lass mich doch mal in Ruhe. Ah, aua, nicht immer ins Gesicht, nein. Oh Gott, was hat man dir denn angetan? Ach, damit kann man...
toll. Jetzt holt er sich die Kettensäge oder was? Leck mich am Arsch. Oh nö. Groovy. Das ist nicht Groovy. Krieg ich die Kettensäge? Guter Junge, jetzt geht's los! Ja, natürlich! So, ich glaube... Nein, wir haben die Tür nicht offen. Es ist ungesund. Das ist sehr ungesund. Und es ist, ja, unlogisch. Diesmal bin ich bei dir, Flo. Es ist sehr unlogisch. Mach doch kaputt da! Nicht doch mich! Ah, lass mich doch in Ruhe. Der Typ ist echt unangenehm. Ja, ich würde sagen, wenn man sonst keine Hobbys hat, ne? Wieso ziehe ich hier immer den kürzeren? Oh. Jetzt hier mal raus. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich hier machen soll. Okay. Braucht man schweres Werkzeug. Wieso interessiert ihn das nicht, wenn ich mich mit einer Kettensäge den Wand zerhaue? Jetzt auf einmal. Mittag. Auf jeden Fall eine sehr interessante Waffe, muss man mal so zugeben. Boah! Wo ist er denn? Stoß am Griff irgendwie, aber. Wie? Wo ist er? Och, Junge! Gehen wir jetzt zu Phase 3 über, oder was? Aua. Boah. Boah. Was soll man dazu sagen, ne? Das ist ja irgendwie... Meine Güte, muss man rauskriegen, wie man den jetzt überhaupt hier platt kriegt. Das ist scheinbar gar nicht so einfach. Oder stell mich nur gerade doof an. Das kann natürlich auch sein. Puh. So, was machen wir erstmal? Wir kombinieren erstmal ein paar. Nee, nicht heilen. Hier. Kombinieren. Wieso kann ich das gerade nicht? Ich hatte doch. Hä? Oder habe ich aus die drinne eingesammelt? Kann natürlich sein, ne? So, war das hier irgendwo gewesen? Ich weiß es gar nicht. Oh Mann. Der Safe Point ist aber auch denkbar ungünstig gewählt, muss man mal so anerkennen. Armer Deputy. So, ach hier war der Lappen. So, mitnehmen. Keine Ahnung. So, hier unten war nichts mehr, ne? Oder? Doch, hier war Schießpulver. Ein bisschen Schießpulver. Kriegen wir noch eine hin? Nee. So, jetzt haben wir auf jeden Fall zweimal Heilung. Was ist das? Steroide. Oh.
Ja, warum nicht? Müssen wir uns immer merken, auf der rechten Digipad-Taste. Stärken die ihn? Okay. Na gut. Feiner Deutsch. Vielleicht kann ich auch immer nicht lesen. So, einmal das Ding hier gegrabbelt. Dann kommt der Vater von hinten. Und natürlich. Hallo. Aua. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Komm mal hier lang. Vater. Komm her. Mann, ja, hat er. Du schieß dir doch ins Gesicht, nein. Hören Sie auf damit. Ey. Ja, danke. Toll. Ich mag dich für das, was in dir steckt, weißt du? Du weißt doch gar nicht, was in mir steckt. Hoffentlich nicht du. Ey, sag mal. Aua. Oh nein, alle. Moment. Entschuldigung, Junge. Aua. Wo ist er denn? Okay, er holt sich seine tolle Waffe. Ich hole mir hier unten das Ding. Was war das nochmal? Eine Munition. Eine tolle Munition. Das ist nicht Groovy. Nee. Das ist ungesund. Typ ist echt eine Seuche. Aber ein von der übelsten Sorte. Vielleicht ist er auch gar nicht so schwer. Ich stelle mich einfach nur doof an. Das kann sein, ne? Oh Gott. Aua. Ich hätte mich heilen sollen.